Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem Kurzguide bezüglich Sprechblasen auf der PlayStation 4. Im Patch 4.1 gab es eine Änderung, man kann diese Sprechblasen jetzt nicht mehr direkt ändern. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Sprechblase unten aufmache, so wie in diesem Fall, dann ist es mir hier jetzt nicht mehr möglich, das Ding irgendwie kleiner oder größer zu machen. Viele haben sich da beschwert, wie bekommt man das wieder groß? Und zwar, das hängt an mehreren Sachen zusammen. Man hat es leider zusammengefasst. Man kann die Sprechblase an sich alleine nicht größer machen, sondern, wie wir hier sehen, wir haben dieses Layout. Also von der Größe her müsst ihr euch jetzt mal kurz in Anführungszeichen merken. Wenn wir jetzt auf System gehen, und zwar auf Systemkonfiguration, dann ist hier was dazugekommen. Und zwar, das ist der vierte Reiter Anzeige. Hier gibt System UI vergrößern. Wenn ihr das jetzt anklickt und auf Anwenden geht, dann habt ihr das jetzt schon eingestellt. Ihr seht aber jetzt auch, die Schrift in der Mitte ist schon größer. Wenn ich jetzt zu einer Sprechblase wieder hingehe, dann ist es jetzt endlich groß. Ihr seht, jetzt ist es größer, aber nicht nur das, sondern wie ihr seht, auch die Schrift in der Mitte vorhin und auch wenn ihr das Menü aufmacht, das ist unser Hauptmenü, so wie jetzt hier, ihr seht, dass das Ding auch wieder riesig ist. Also hier kann man es nicht alleine kleiner oder größer stellen, nur die Sprechblase, oder ich habe es noch nicht rausgefunden, aber ich habe jetzt hingesetzt wirklich und habe da mal alles durchgeguckt, aber ich finde sonst nichts anderes. Das heißt, unter Systemkonfiguration hier natürlich diese Layouts wie dieses UI und so weiter, also das hier jetzt, ja, das kann ich natürlich manuell immer noch höher, also kleiner und größer stellen. Mein Standard, wie man sieht, das ist auf 80, also alles ist jetzt auf 80% gestellt und UI-Größe lasst ihr auf 100. Wichtig ist ja aber nur hier System UI vergrößern, dann bekommt ihr auf jeden Fall die Sprechblase wieder groß, aber wenn man sieht, auf Anwenden, leider auch hier das, so diese Einstellungen wurden geändert zum Beispiel. Wenn ihr das jetzt wieder abschalten würde und gehe auf Anwenden, dann seht ihr, es ist wieder klein, das heißt, das verändert sich alles mit, aber ja. Ich weiß nicht, warum sie es so gelöst haben, aber das ist jetzt die Lösung für das Problem von vielen Leuten, das haben, nämlich, dass man die Sprechblase einfach nicht größer machen kann, denn man kann die nicht mehr anklicken. Ich habe da mal einen Guide gemacht, der ist somit obsolet, denn ich kann das jetzt hier nicht mehr mit der rechten oder linken Taste oder beide Tasten, man kann das zwar verschieben, das schon, wenn ich linke und rechte Maustaste jetzt halte, das kann ich alles machen, aber leider das Menü selbst wieder größer, kleiner, das kann ich jetzt leider nicht mehr machen. Jo. Das war kurz gerade zur PlayStation 4, gab es ein bisschen Verwirrung, habe viele Nachrichten bekommen, auch auf das Video von letztens. Und somit hoffe ich, dass euch mit dem Video jetzt geholfen ist. Somit bedanke ich mich fürs Zugucken, würde mich um Kommentare und Like natürlich freuen. Somit ein Tschüss von mir, ein Tschüss von eurem Charles. Bis zum nächsten Mal.